Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eure Gebete werden wie immer erhört und in dem Fall habe ich das Gebet nach, zeigt doch mal bitte auch mal wieder was Niedrigtieriges oder zumindest mal im Mittierbereich was. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe den Churchill 3 eingeschickt bekommen von, jetzt muss ich gucken, Philipp Heidelbeere. Vielen Dank, Philipp, an dich. Und gerade weil er auch noch ein Premium ist, ist er noch umso zeigenswerter, weil das ist ja dann doch vielleicht das ein oder andere Mal immer für jemand essentiell oder zumindest spannend zu sehen, okay, kann der was, ist der, taugt der was und soll ich mir auch kaufen oder spare ich lieber mein Geld und gehe mal schön lecker McDonald's essen, keine Ahnung. So, und ja, wir gucken nochmal, er fährt jetzt hier klassischerweise Richtung Hügel hoch. Der T25 überholt ihn dann natürlich ganz entspannt, ist ja klar, weil die Höchstgeschwindigkeit vom Churchill ist in der Regel nicht das, wofür er bekannt und berühmt ist, sondern für eine vernünftige Panzerung, für eine schnell schießende Kanone und da dementsprechend sehr viele Nadelstiche, die er setzen kann damit. Und man sieht es hier schon perfekt. Er schießt unglaublich schnell, macht dabei zwar jetzt nicht wahnsinnig Schaden, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und genauso ist es hier auch. Es ist einfach so viel, so in kürzester Zeit, dass da einfach dementsprechend was rumkommt. So, jetzt ist da noch ein PZ-38. Auf den kommt aber nicht drauf gerade. Das Stück ist noch zu weit weg. Jetzt die Frage, fahrt er weiter oder spekuliert er da noch? Da jetzt sieht er das Stück, aber ist einfach etwas zu weit unten. Und natürlich auch hier aufpassen auf die Artis im Spiel. Man sieht schon eine Grille und gerade die FH-Arti ist unglaublich unangenehm als Gegner. Weil sie einfach auch so knapp bei Reload von lasst mir nichts Falsches sagen. Ich meine unter 10 Sekunden oder um die 10 Sekunden hat. Und ja, das nervt natürlich auch sehr schnell, wenn sich die auf einen einschießt. Und man sieht auf jeden Fall zumindest mal, wohin sie überhaupt zielen, die Grille und die FH-Arti. Jetzt hat er hier den UI. UI mit seiner Trollkanone. Ne, in dem Fall, ne, das ist noch die normale Sicht gerade. Seht ihr unten an der Info? 130 mit 300 Schaden, also nicht die HE-Knifte. Und er ist oben am Turm sehr weich, da kommt man gut durch. Also nicht großartig irgendwo auf den Panzer zielen, sondern haut ihn einfach da durch den Turm durch. Klappt in der Regel sehr gut. Und die Arti besorgt sie im Finale und macht ihn weg. Und er fährt hier weiter. Bisher hat er schon ein bisschen Schaden und Damage sammeln können. 8 Hits mit durchschnittlich 77 Schaden. Kommt auf 619. Aber ein Kill war ihm bisher noch nicht vergönnt. Ja, das ist halt immer natürlich auch das Problem mit so Kanonen, die so schnellen kleinen Schaden macht. Das halt ab. Dass man praktisch natürlich den finalen Killshot gerne gemobst bekommt. Aber, ja, da schon wieder. Aber man sieht, der Gegner verzweifelt hier fast schon wieder an der Panzerung. Also der ist, die Panzerung ist wirklich ordentlich. Da unten jetzt ein Hetzer. Nein, ich dachte mal, vielleicht könnte er jetzt mal einen klauen, aber auch das nicht. Ne, da bist du jetzt zu weit gefahren. Genau, jetzt entweder weiter vor oder wieder zurück. Weil er hat sich jetzt, er ist jetzt genauso stehen geblieben, dass er auch final nicht drauf schießen kann auf den VK. Jetzt ist er aber wieder da. So, und auch hier wieder die schönen schnellen Schüsse. Und auch da, er kriegt den Kill nicht. So, jetzt hat sich die Arti mal für ihn entschieden. Nein, er kriegt den Kill. Na, sehr schön, Glückwunsch. 1200 Schaden und wie gesagt, man darf hier nicht vergessen, ist ein Tier 5 Gefecht. Jetzt müssten auch hoffentlich bald mal die Artis hier aufgehen. So, und da, oh, das Stück. Da ist es schon wieder. Hat ihn auch getroffen und gerade. Ja, Munitionslager natürlich.
Stuck kommt hier gut durch an ihm. Und er hätte mal oder sollte mal sein Munitionslager reparieren. Der gute Philipp. Ist aber wahrscheinlich der Aufregung geschuldet, dass er hier ein bisschen schneller schießt als unbedingt nötig, beziehungsweise die wichtigen Sachen nicht macht. Aber jetzt hat er ja mittlerweile repariert, also alles gut. So, die Arti hält weiter auf ihn, aber das dürfte jetzt gleich final erledigt sein. So, da ist er auch schon. Auto-M rein und hier nicht lange stehen bleiben, wobei die Arti eigentlich gut mitdrehen kann. Aber den Kill hat er auch nicht mehr bekommen, dafür hat er aber ordentlich Schaden gemacht, eine schöne WN eingefahren. Und am Schluss gab es auch noch ein Panzeräschen. Also alles gut und viel XP oder viel, viel XP hat er bekommen für das Gefecht, verhältnismäßig. Also von dem her, ich denke, es war absolut okay und es hat vielleicht einen kleinen Eindruck gebracht von dem, wie er sich spielt und ob man ihn sich kaufen soll oder nicht. Von dem her, ich danke fürs Zuschauen. Ich wünsche mit hier weiterhin viel Spaß und wir sehen uns bei den High-Tiers. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.